der Herausforderer der Ministerpräsidentin gestern gesagt hat, dass er sich Jamaika vorstellen kann. Da scheint er Jamaika mit Rio zu verwechseln. Wir Grüne sind die Partei, die die Inhalte nach vorne stellt in diesem Wahlkampf. Und dazu passt auch unsere heutige Pressekonferenz. Wir sitzen hier in einem seit 2 Jahren geschlossenen Hallenbad. Geschlossen, weil sich Oberhausen die Sanierung nicht leisten konnte. Geschlossen wie viele andere Schwimmbäder im Revier, aber auch im ganzen Land. Geschlossen, weil die Finanzlage der Kommunen dramatisch ist. Die Not der Kommunen ist nicht nur ein Verlust an kommunaler Demokratie, sondern es ist auch ein Verlust für die Menschen. Arme Städte können sich nur Reiche leisten. Wenn man, wie die Herren Röttgen und Lindner, mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz mal eben Nordrhein-Westfalen 1 Milliarde, den nordrhein-westfälischen Kommunen fast 300 Millionen wegnimmt, dann trägt man dafür Verantwortung, dass hier in vielen Kommunen mittlerweile zur Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben Kredite aufgenommen werden müssen, also Schulden gemacht werden müssen, die kommende Generationen zu begleichen haben. Ja, mit dieser Aktion sieht man, was es heißt, wenn die kommunale Infrastruktur wegbricht. Das sieht man hier ganz konkret. Schwimmbäder werden geschlossen, Stadtbüchereien, Jugendzentren, all das geht verloren, wenn wir nicht gegensteuern. Wir Grünen wollen gegensteuern mit dem kommunalen Rettungsschirm, aber wir brauchen eben auch die Bundesebene, weil die Soziallasten ansonsten die Städte weiter erdrosseln. Wir haben zum einen einige Entscheidungen rückgängig gemacht, Grunderwerbssteuer, um die Städte unmittelbar zu stärken, und wir haben auch den Härtefonds für die Kitas gemacht. Aber das größte und das volumenreichste Unterfangen ist, dass wir den kommunalen Rettungsschirm aufgespannt haben mit 3,5 Milliarden Investitionen, um den Kommunen zu helfen, damit sie aus dieser Verschuldungsfalle wieder rauskommen. Dieser Pakt ist auf 10 Jahre angelegt und ergreift in den ersten 34 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, und weitere sollen dazukommen.